Frescobaldi, einem der bedeutendsten italienischen Komponisten des 16. bzw. 17. Jahrhunderts. Und diese Toccaten haben die Besonderheit, dass Frescobaldi darin versucht hat, verschiedene Stimmungen darzustellen. Da gibt es mehrere Abschnitte, die in verschiedenen auch musikalischen Faktoren und Macharten gestaltet sind. Und Frescobaldi hat zwei ausführliche Vorwörter seinen beiden Toccatenbüchern vorangestellt, worin er eben beschreibt, wie man diese Stücke zu spielen hat. Unter anderem heißt es da, man soll sich vom Takt lösen, also frei im Metrum spielen, was natürlich für die damalige Zeit was ganz Besonderes ist. Wir kommen jetzt zum weiteren italienischen Komponisten, Antonio Pandolfi Reali, ein Geigenvirtuose, der auch zumindest auf Reisen in Innsbruck war. Und wir spielen da eine Sonate, die auch eine quasi musikalische Charakter ist, dass es auch musikalisch gibt und nicht nur als Bild. Froberger war Schüler von Frescobaldi in Italien, war unter anderem Organist im Kaiserlichen Hof in Wien, und man kann zu seiner Bedeutung sagen, dass er wahrscheinlich für die Musik, für das Instrument im 17. Jahrhundert ungefähr so wichtig war wie Chopin oder Liszt für die Musik im 19. Jahrhundert. Und von ihm ein Capriccio. Variationen, die so typisch für diesen Stil sind, darüber geschrieben. Da gibt es sehr, sehr viele Stücke über altenglische Tanzweisen von all diesen Regionalisten, wo dieses Thema dann in verschiedensten Ausführungen, in verschiedensten Verzierungen und Figurationen dann behandelt wird. Reali hat ja der Matthias gleich am Anfang schon einiges gesagt. Vielleicht dazu nur, dass man vielleicht im zweiten Satz ein bisschen an Popmusik schon erinnert wird. verbeugen, weil einen guten Wind noch ist eine ganz Die Stimmung war offensichtlich auch nicht die eines Narren. Danke. Und bitte noch etwas wollte ich sagen. Es ist sehr, sehr hoch zu schätzen, dass auf diesem sehr, sehr schwierig zu spielenden Instrument so schön gespielt worden ist wieder. Ja. Also zum Abschluss spielen wir jetzt noch Sonaten von Johann Sebastian Bach, die zweite Sonate in G-Dur für Violine und Basso-Continuo. Und die Katharina hat gesagt, ich soll noch was zur Schnecke auf der Geige von Jakob Steiner sagen. Also das ist ja oft bei Jakob Steiner ein Löwenkopf, aber in dem Fall ist es ein Engelskopf. Der schaut sehr grimmig und wir haben die Vermutung angestellt, vielleicht mit der zu lächeln beginnen, wenn man besonders schön drauf ist. Du wirst ja schon nachdenken.